Herzlich willkommen zum Trainini-Jahresvideo 2009. Erleben Sie gemeinsam mit mir knapp 30 spannende Minuten, die Sie durch ein aufregendes Modellbahnjahr führen werden. Der erste Höhepunkt 2009 war die Intermodellbau in Dortmund. Für die Spurweite Z hielten die Z-Friends Europe die Fahne hoch. Sehenswert waren besonders die kleine, aber mit besonders vielen Details aufgebaute Anlage von Piero Spiroli aus der Schweiz und auch die Edelweißbahn von Götz Gudders. In Piero Spirolis Idyll spielt die Eisenbahn fast nur eine Nebenrolle. Das lebhafte Treiben ist nämlich mit einer passenden und lautstarken Geräuschkulisse hinterlegt. Bitte Vorsicht am Gleis 1, kürzer fährt ein Zug ein. Die Spatzen, Entschuldigung, die Krähen, pfeifen es von den Dächern. In Liependorf brennt es. Ein riesiger Menschenauflauf schaut besorgt auf die lodernden Flammen des historischen Gebäudes. Die Polizei sperrt den Gefahrenbereich weiträumig ab. Doch die Feuerwehr ist bereits mit mehreren Löschzügen unterwegs, um ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser der Altstadt zu verhindern. Ausgelassene Wochenendfete unter der Eisenbahnbrücke auf den US-Modulen. Auf Knopfdruck ließen sich Wasserrad und Sägegatter auf diesem Exponat von Götz Gudders in Bewegung setzen. Sein Sägewerk war die Hauptmesseattraktion 2009.
Was dieses Sägewerk einmalig macht, es kann Streichhölzer und Reisig sägen, auch im Modell. Anschließend darf der Lehrling die Halle ausfegen. Dafür erhielt sein Besen echte Borsten. Bei den Eisenbahn- und Modellbahnfreunden Coburg fährt der Schienenbus durch eine typische Arbeitersiedlung des Ruhrgebiets der frühen Epoche 4. Karl Friedrich Arnert, Pionier der Z-Meter-Spur, führt einmal mehr seine rätische Bahn vor. Überwältigende Dimensionen, auch im kleinen Baumaßstab, besitzt das Wiesental-Viadukt, eines der berühmten Bauwerke der RHB. Schwerpunkt 2009 waren Leserprojekte. Auch im Jahresvideo möchten wir Ihnen ein herausragendes Projekt in Bildern vorführen. Götz Kudas hat die Baureihe 70 im Eigenbau erstellt und das sogar mit einer funktionsfähigen Detailsteuerung. Sie glauben es nicht? Dann sehen Sie selbst. Z-Modul Rhein-Ruhr. Nach vielen Jahren endlich wieder ein öffentlicher Fahrtag. Das Bergische Land bietet eine bunte Zugvielfalt. Ja.
Mittwoch. Zurück oder ist richtig? Die V320, Deutschlands stärkste Diesellokomotive. Ein Kraftprotz auch im Maßstab 1:220. Ein großer Schock ereilte uns im Februar. Marktführer Märklin ist insolvent. Doch schon bald kamen wieder gute Zeichen aus Göppingen. Die Produktion geht weiter und Insolvenzverwalter Michael Pluter hält das Unternehmen für sanierungsfähig. Eine gute Nachricht auch für unsere Spurweite Z. So konnten wir völlig unbeschwert im September 150 Jahre Märklin in Göppingen feiern.
Leipzig. Auch das gibt's in Göppingen. Viel Vergnügen bei einer gemütlichen Fahrt mit der Edelweißbahn von Götz Guders. Wunschmodell Baureihe 23 von Bals. Neuerscheinung des Jahres 2009 für die Trenini-Redaktion.
Eigentlich ist Ton Versnik ein Hanuller. Sein Erstlingswerk im Maßstab 1:220 besticht durch viele Details. Und wieder sind 30 Minuten um. Das war das Trainini-Jahresvideo 2009. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen.